Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days. Ich gehe mal eben rein, ich weiß nicht, glaube ich, habe. Ach, guck mal, ein, zwei Punkte. Können wir. Ne, Schlüsseldienst können wir nicht nochmal machen. Wahrnehmung Level 4. Ja, die Wahrnehmung ist jetzt noch nicht so das. Was wir gerade so machen, ne? Guck mal, hier die Donnerbüchse habe ich auch noch gar nicht gemacht. Dabei schießen wir ja sehr viel mit der Schrotflinte. Das nehmen wir gleich zweimal mit. Dann einmal die Map. Wo ist der Luftabwurf? Da in der Stadt. Dann fahren wir da einmal hin, bevor der Händler aufmacht. Das ist eine Idee. So, da vorne raucht es schon. A little bit yellow. Oder orange. Aus einem Motel. So, mal hoffen, dass da wenigstens was Vernünftiges drin ist. Wenn nicht, können wir es halt verticken. Ackerbaupaket. Na gut. Was beinhaltet es? Not much. Gut, einmal zurück nach Hause und zum Händler und dann Mission machen. Hello, traveler. What's ailing you? So, hier einmal die Knarre kannst du haben. Das will sie alles nicht. Ja, gut, das Mais wenigstens. Das packen wir leider alles in die Kiste. Oh, das muss eigentlich nach drüben. Kommt zur Not ins Auto. I just knew you'd find something you'd like. So. Da haben wir jetzt erstmal alles eben. Der kann da rein. Das darf, falls wir was aufnehmen müssen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Die können wir leider mal nach oben bringen, schnell. Oder ich schmeiße sie erstmal hier rein. In der Hoffnung, dass ich trotzdem genug Platz habe. Ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, ne? Wie man so schön sagt. Gut. Auf zur Mission. Okay. Das Gebäude hatten wir schon mal. Das ist ja blöd, ne? Na, wo seid ihr? First Blood. Gut. Ich versuch's mal ein bisschen schneller heute. Hier aber trotzdem einmal rein. Na gut, jetzt habe ich die Spitzhacke nicht mit. Sollte ich aber vielleicht. Oh, der hat mich ja doch gehört. Hier ist gefährliches Scheißen angesagt. Oh God, here it comes. Oh, hot, 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 hot. Hot, 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 hot. Ha, ha, ha. Ich glaube, hier waren keine Saves oder so, ne? Oh, guck mal hier. Gefütterter Brustpanzer, Stufe 5. Das ist schon mal nicht verkehrt.
Das können wir auch alles mitnehmen. Das haben wir so, teilweise haben wir sowieso in der Tasche. Ich räume mal kurz eben diese Etage hier leer. Ah, können wir alles gebrauchen. Hier war ein bisschen... mehr los? Nee. Hier ging es nach draußen. Hier kann ich so nach oben, wenn ich will. Genau. So, das können wir drinnen lassen. Das nehmen wir erstmal alles mit. Gucken wir hier. Gesundheitsbalken plus 10. Kritischer Rüstungswiderstand. Natürliche kritische Heilung. Kann ich natürlich auch nochmal mitnehmen hier. Hallo? Kann ich nicht, oder was? Ich hab doch Geld mit. Schädelbrecher, Nahkampfschaden plus 50. Ach da, kaufen, Alter, ich bin auch doof. Ja. Kann es sein, dass ich dumm bin oder sowas? Einmal benutzen, aber auch gleich wieder rausschmeißen, weil die leeren Gläser will ich jetzt nicht mitschleppen. So. Würde ich das hier einmal schon mal mitnehmen, weil hier wollte ich nicht noch einmal rein. Gut, dann gehen wir Etage höher. Da muss ich jetzt ja wieder hier gucken. Okay. So, Hammer Time! Okay. Oh, Lootbag. Nehmen wir mit. Nice. Bisschen was zu essen, bisschen Munition. Munition ist immer gut. Irgendwann wird sie rar sein. Boah, auf jeden Fall jetzt erstmal zu essen. Das ist gut. War das? Ach, ein Kochtopf schon wieder, ne? Stofffetzen brauchen wir jetzt. Obwohl, braucht man halt auch für Kleber und so, ne? Nehmen wir es erstmal mit. Zur Not kann ich es immer noch wegschmeißen. Diesmal brauche ich hier nicht raus. Das ist, Oha. Was ist das? Bauplan Lautsprecher. Hier lassen wir hier. Okay. Ja, die nehmen wir mit. Gucken wir rein. Steine. Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen weniger, was man am Ende hat, aber ja. Man muss ja auch echt drauf achten, ne? So, jetzt würde ich glaube ich nochmal eben kurz Ach, die waren hier hinter. Blöde Drecksau. Moin. Säubere das Gebiet. Da soll noch was sein, weil da unten... Ach ja, das ist ja noch dieser eine Vogel, ne? Treffen wir den von hier aus? Mit Pfeil und Bogen? Fragte er, obwohl er wusste, dass er ihn nicht trifft. Er trifft ihn! Ein nicht bewegendes Ziel hat er getroffen. Ich hätte dafür gerne Applaus in den Kommentaren. Erstmal die Taschen. Na gut, ist nur die selbstgebaute. Da bleibe ich lieber bei meiner. Ich höre schon wieder hier irgendjemand hochdackeln zu mir, glaube ich. Schlagmann, Metallkettenmod. Okay, so, was kann raus?
Nochmal die Taschenlampe. Oder machen wir einfach Messing zu Messing. Haben wir auch noch nicht gemacht hier. Shit. Ich weiß gerade echt nicht, was ich rausschmeißen soll. Ach komm, scheiß auf die Knochen. Wir sind ja eh noch nicht durch. Aber ich kann noch mal zum Motorrad, ne? So ist nicht. Ja, wohl für die Sachen jetzt zum Motorrad, weiß ich jetzt auch nicht. Ich nehme natürlich den mit, die Stahlwerkzeugteile würde ich gerne noch mitnehmen. Das ist Bier, das ist Hähnchenration. Das muss noch mit. Kostet Geld. So. Ich glaube, dann kann ich erstmal wieder runterlatschen, wa? Die muss ich auch noch mitnehmen. Hahaha. Das Leben ist manchmal so ungerecht. Ich könnte jetzt den Kochtopf zerlegen. Da habe ich ja letztens erst einen von mitgenommen. Gut. Das ging doch eigentlich recht fix. Für meine Verhältnisse ging das echt recht fix. Ich weiß gerade nicht, wo die da draußen rumlaufen. Ich höre es immer tippeln. Ach, die sind da wieder vom Tor noch, ne? Weil sie so dumm sind. Ach, scheiße. Jetzt muss ich eh zum Motorrad. Zum Motorrad vor allen Dingen. Ich habe erst ein Fahrrad. Okay. Da packen wir am besten Sachen rein, die wir nicht verkaufen wollen. Essen, die geilen Dinger, Stahl und nochmal. Was kann denn da noch rein? Ach, nehmen wir einfach das. So, dann gehen wir nochmal rein. Und holen uns den Rest. Ach doch, kann ich ja mitnehmen. Ich kann es ja zerlegen. So. Ihr kommt klar da draußen, ne? Sonst, ich ruf euch sonst auch die Jungs und Mädels mit der Jacke. Mit der sogenannten Hab-dich-selbst-lieb-Jacke. Okay, das war's hier. Das war's hier. Ich hab Hunger. Schluck Käffchen. Und ab zum Händler. Wow, I did you again. So, wir hätten noch einen Robotikhammer. Wir haben eine eiserne Feuerachse. Ich würde mal gucken, ob wir den sonst austauschen können. Oder wir benutzen zwei. Warum nicht? Den anderen Kram kann ich jetzt irgendwie nicht gebrauchen. So, wir verkaufen auf jeden Fall auch erstmal an sie so ein bisschen. Dann können wir ein bisschen aufräumen. Vollautomatik-Mod brauche ich, soweit ich weiß, jetzt nicht. So, das war's im Großen und Ganzen erstmal. Weiß auch nicht, wann gehen wir auf Level 3, Alter. Ist, ja, gib mir mal irgendeine Aufgabe für morgen. Abholen, säubern. Beseitige Zombies. Ja, machen wir abholen, säubern. Was ist denn das? House burnt. Hatten wir House burnt schon? If you finish two more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Nochmal zwei Jobs. Also morgen, übermorgen. Morgen ist auch Blutmond.
Ach, da weiß ich ja nicht, ob das alles so gesund ist. Auch nie wieder hier an unserem Fußboden weitergebaut, ne? So, ich pack mal eben alles weg und dann hören wir uns wieder. So, jetzt würde ich gerne mal eben gucken, was habe ich an? Ich habe ja hier Brustpanzer Stufe 5. Hat natürlich, ja, geht runter, Rüstungswert, Explosionswiderstand und so. Ausdauer geht aber hoch, Beweglichkeit geht hoch, Geräuscherhöhung minus 20%. Stufe 5 hat 3 Slots. Stufe 3 hat. Hier habe ich halt auch schon Slots drin. Aber auch nur 2. So, warte mal. Machen wir das mal so. Ist mir nämlich jetzt egal. Dann nehme ich lieber die etwas leichtere. Dann verändern wir die. Dann packen wir da rein diese. Und diese. Und, wenn es geht, aber ich glaube, die müssen in Stiefel. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber ich wollte gucken, ob ich das sonst anders regeln kann. Habe ich mir gedacht, müssen in Stiefel. Die Frage ist, ob wenn wir die hier verändern, wenn wir die da rausnehmen, die da rein. Und wenn wir dann die hier auch verändern, kriege ich die da rein. Es geht nicht, ne? Ich kann die nicht. Scheiße. Lade um 15% schneller nach. Ja. Die kann ich doch sonst noch in die andere mit reinhauen, oder? Also die hier. Zack, siehste. Ist alles noch da. Gut. Wie kann ich die denn reparieren? Weil dann bringt sie ja auch mehr Geld. Wahrscheinlich mit so einem Kit. Habe ich überhaupt. Ich habe gar keine Dings, ne? Nee, keine Reparaturkits. Reparaturkit. Klebeband, Eisen. Klebeband und Eisen. Ja, leck mich fett. Muss ich mir mal welche machen, ey. Das ist ja auch immer nicht so ganz unwichtig. So, Rohstoffe, Eisen zurück. Das da noch mit rein. Nochmal ins Fahrrad eben. Ich pack das mal zu den Medis, weil das irgendwie so geile Sachen sind, ne? Frage ist, will ich noch eine Etage hier drauf haben? Denn wäre es scheiße, wenn wir hier schon Felder hinmachen. Weil ich klatsche die Felder einfach nach draußen. Aber ich hätte sie schon gerne in der Nähe. Pack die Felder erstmal hier mit rein. So. Dann müssen wir gleich noch Munition oben abgeben. Und dann läuft der Hase. So, hatten wir jetzt irgendwo Nägel? Da, 67 Stück. Was ist das hier? Essen.
So, Aufbewahrungskiste. Machen wir mal 4 Stück grad. Auch nicht. Kann ich nicht reparieren. Warum auch immer. Reparieren mit Eisen. Oh, Alter. Ja, ich kann nicht richtig reden. Oh, Mensch. Kann ich reden? Eisenbarren oder Eisen? Weil ich glaube, Eisen haben wir nicht mehr. Doch, da. Hier will ich auch gleich noch eine hin. Dafür mache ich dann die andere weg. Das machen wir aber später. Ich packe die Nägel jetzt hier mal eben rein. Und die müsste ich eigentlich mitnehmen. Noch mehr Scheiße im Inventar. Da sind 24 Stück. Ich bin so behindert, ey. Gut, gehen wir eben rüber. So, jetzt sind wir mal eben hier. Da können wir, ja, wir können gleich mal gucken, welche Stufe der andere ist. Und ich klatsche einfach noch einen daneben erstmal, bis ich was anderes habe, ne? Viel hilft viel, oder wie sagt man so schön? Jetzt hier den mal eben wegnehmen. War jetzt blöd von mir, aber kennt man ja nicht anders. So. Dann bin ich, glaube ich, erstmal ganz gut geschützt. Ich würde nochmal eben, wie viel Holz habe ich? Guck mal, ein bisschen Holz habe ich noch. Das würde ich nochmal eben schnell verbraten. Dafür muss ich ins Fahrrad. Oder hole ich nochmal Holz? Ich hole nochmal eben Holz, bevor es gleich 22 Uhr ist. Das ist dann noch ein bisschen safer. So, das ist, glaube ich, jetzt erstmal genug Holz. Wo ist eigentlich das Fahrrad? Ich hätte doch ganz schön weit gelaufen. Meine Spielfigur ist auch not amused. So, ballern wir noch ein bisschen Holz raus. Vorher noch mal was essen. Der Kollege hat Hunger. Ach, das ist doof.
So, da hat man auch eben gesehen, dass da schon ein gewisser Schaden war an der Mauer da drüben, an der Außenmauer. Dementsprechend ist das, glaube ich, nicht ganz unwichtig, hier schon mal auf Holz abzugraden, so. Halbwegs komplett, ne? Ich gern drüben vielleicht gleich noch ein bisschen für Ordnung sorgen. Ich krieg das hin? Geht das? Nee, ne? So, jetzt gehen wir mal wieder rüber. In der Hoffnung, dass da vielleicht auch nochmal was kommt. Damit wir den Zaun nochmal testen können. Ich habe mir aber auch schon überlegt, selbst wenn der Zaun jetzt so nicht funktioniert wie jetzt, weil sie doch irgendwie rüberspringen, aber nicht gegenhauen, dann mache ich einfach noch eine Stange hier längs. Und solange sie nicht gegenhauen, ist das scheißegal. Dann laufen sie halt gegen und ich kann sie schön da oben, gerade wenn eine Schreierin kommt, schön von da oben wegmachen. Machen weg. So. So, jetzt wollte ich mal eben gucken. Ich habe ja hier irgendwo einen Pinsel. So, mit dem Pinsel sollte man eigentlich... So, guck mal, hier ist verschlossen. Wollen wir ja nicht. Materialien, Texturauswahl, Malerpinsel, alle Seiten färben. Warte mal, Texturauswahl. Da. Okay. Was hatten wir da? Supply, Munitionsaufbewahrung, Nahrungsaufbewahrung. Ich glaube, Nahrung war das, ne? Was wir als erstes hatten. Wobei wir natürlich auch richtig schön hier so einen Holzschrank nehmen könnten oder Unterschrank oder so, ne? Wo wir unser Futter reinlagern. Getränke würde ich vielleicht sogar noch eine Kiste extra, obwohl hier ist alles drin, ne? Fallpresse, so Kühlschrankregal irgendwie. Medizinschrank, Bücherregal. Ich weiß das gar nicht, ne? Was nimm mir da? Ich kann es ja jederzeit wieder ändern. Aha, funktioniert ja richtig gut. Beute für Farbe. Habe ich Farbe? Ich dachte, es geht so. Früher ging das mal so. Aber ist auch erstmal egal. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde ich mich tierisch über ein Abo freuen. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass das hier alles noch ein bisschen länger geht. Na? Vor der letzten Folge bin ich ja fast verreckt. Vielen Dank, bis dann.